Nachdem du dich intensiv mit deiner persönlichen Vision auseinandergesetzt hast, wartet nun die nächste Aufgabe. Setze dir Ziele. Im Gegensatz zur Vision geht es bei Zielen um ganz konkrete, greifbare Vorhaben, die du umsetzen möchtest. Also quasi um das Fixieren der Etappen, die bei deiner Wanderung am Plan stehen. Dabei ist folgende Frage entscheidend. Was will ich wirklich? Ein Ziel definiert einen Sollzustand. So soll es sein. Es muss klar formuliert sein. Vage Wunschvorstellungen und Träumereien helfen wenig dabei, einen erfolgreichen Weg einzuschlagen und zielstrebig zu bleiben. Das gilt fürs Studium und generell fürs Leben. Wenn wir da ans eingangs erwähnte Psychologiestudium denken, könnten Ziele sein, die Aufnahmeprüfung zu schaffen, ein Auslandssemester im zweiten Studienjahr zu absolvieren oder den Bachelor innerhalb der Mindeststudienzeit abzuschließen. Immer mit der Vision im Hinterkopf, eines Tages Psychologin zu werden. Neben dem riesigen Vorteil, fokussiert bleiben zu können, helfen dir Ziele dabei, Struktur in deinen Alltag zu bringen. Mit klaren Zielen und Entschlossenheit wird es dir leichter fallen, bewusste und erfolgsversprechende Entscheidungen zu treffen und stressfrei durch deine Semester zu kommen. Wir sehen also, wer Ziele hat, arbeitet fokussierter und daher strukturierter. Und wer strukturiert arbeitet, lässt sich weniger ablenken und spart Zeit. Zeit, die du dann mit den schönen Dingen des Lebens füllen kannst. Du siehst, Ziele zu haben, lohnt sich in jeder Hinsicht. Soweit so gut. Aber mal ehrlich, kennen wir das nicht alle? Wir nehmen uns etwas vor, wollen etwas ändern, schaffen es aber nicht, uns dem gewünschten Ziel anzunähern. Eine Methode, dieses Problem anzugehen, wurde vom Sozialpsychologen Peter Gollwitzer entwickelt und nennt sich Implementation Intentions. Auf Deutsch, die Absicht der Umsetzung. Dabei geht es darum, Mittel und Wege zu definieren, vom aktuellen Ist-Zustand zum gewünschten Soll-Zustand zu gelangen. Und so funktioniert's. Nimm einen Zettel und schreibe dir auf, wann und wo du eine zielführende Handlung ausführen möchtest. Formuliere dazu einen Wenn-Dann-Satz. Also zum Beispiel, wenn ich nach der Einführungsvorlesung den Hörsaal verlasse, dann gehe ich zu der Sitzgruppe im Atrium und lese mir meine Vorlesungsmitschrift noch einmal durch. Die Methode funktioniert, weil damit in deinem Kopf das Ziel und die dafür nötige Handlung mit einer bestimmten Situation verknüpft werden. In dem Beispiel besteht die Situation aus einer Zeit, das Ende der Vorlesung, und einem Ort, den Ausgang des Hörsaals. Sobald du dich in dieser Situation befindest, wirst du nun automatisch an das damit verknüpfte Ziel und die zielführende Handlung erinnert. Am besten, du probierst es gleich selbst. Stoppe dazu das Video und überlege dir, was ist mein Ziel und welche zielführende Handlung planst du? Eine weitere Methode zur Zielerreichung kommt von Gabriele Oettingen und nennt sich Mental Contrasting. Zu Deutsch, mentales Kontrastieren. Bei dieser Methode denkst du intensiv und bewusst über eines deiner Ziele nach. Im ersten Schritt malst du dir aus, wie es sein wird, wenn du dein Ziel erreicht haben wirst. Stelle dir die konkrete Situation vor. Spüre die intensive Freude oder Erleichterung. Stoppe kurz das Video und versuche es selbst. Aber es braucht mehr als positive Fantasien. Im zweiten Schritt denkst du nun darüber nach, welche Barrieren und Schwierigkeiten dich in der Realität bei der Zielerreichung behindern. Denn erst aus dem Kontrast zwischen Fantasie und Realität schöpfst du die Motivation, aktiv auf das Ziel hinzuarbeiten. Außerdem bist du so auf Schwierigkeiten vorbereitet, lässt dich weniger schnell entmutigen und hast vielleicht bereits einen Lösungsweg erkannt. Die positiven Fantasien über die zukünftige Zielerreichung kombiniert mit der aktiven Auseinandersetzung mit aktuellen Barrieren machen die Methode aus. Dabei ist die Reihenfolge wichtig. Es ist deutlich ungünstiger, sich erst mit den Barrieren und dann mit den positiven Fantasien zu beschäftigen. Versuche auch diesen Schritt 2 selbst und stoppe dafür das Video kurz ab. In einem weiteren Schritt hat Oettingen ihre Methode des Mental Contrasting mit jener von Gollwitzer Implementation Intentions kombiniert und weiterentwickelt. Das Ergebnis, die sogenannte RUP-Methode. Auch diese kannst du selbst ausprobieren. Klicke dazu einfach auf den Link. Auf der Website erhältst du eine Anleitung, wie du vorgehen musst.